Minolta präsentiert eine völlig neue Kamerakonzeption, die Minolta X700. Nach neuesten Erkenntnissen programmiert für gleichzeitig unkomplizierteste Bedienung und universellen Einsatz mit höchstem Anspruch. Die Minolta X700 ist Mittelpunkt des Minolta-Programmsystems. Was verstehen wir unter Minolta-Programmsystem? Dazu gehört der richtungsweisende Auto-Elektroflash 280 PX. Die Multifunktionsrückwand, ein Durchbruch zu echter Programmierbarkeit. Der Motor Drive 1 mit drei Einstellmöglichkeiten. Die drahtlose Fernsteuerung IR1 mit drei Kanälen und noch viel mehr. Für die Belichtungsautomatik stellen Sie die X700 auf P-Funktion und das neue MD-Objektiv auf die kleinste Blende. Jetzt stellen Sie scharf und lösen aus. So einfach ist objektiv richtige Belichtung. Denn die Minolta X700 stellt Blende und Verschlusszeit richtig ein. Vollautomatisch. Dabei passt sich die X700 stufenlos allen, auch wechselnden Lichtverhältnissen an. Sie verpassen damit keine Stimmung, keinen wichtigen Augenblick. Die neuartige Programmautomatik der X700 bevorzugt generell kurze Verschlusszeiten. Das beugt Verwacklungs- und Bewegungsunschärfen von vornherein vor. Sie sehen, die X700 ist so genial konstruiert, dass jeder ganz einfach gut fotografieren kann. Vom Allround-Fotografen, der qualitativ sicher gehen will, bis zum versierten Berufsfotografen, der sich bei schneller Aktion technisch entlasten will. Und hier ist die erste Blitz-Programmautomatik, die über weite Bereiche Blende und Belichtungszeit vollautomatisch steuert. Das Minolta Direktmesssystem steuert die Blitzdauer unvorstellbar genau. Eine höchst empfindliche Siliziumdiode seitlich im Spiegelkasten misst die Bildhelligkeit während der Aufnahme direkt auf der Filmoberfläche und schaltet den Lichtblitz präzise im richtigen Augenblick ab. Vollautomatisches Blitzen mit Programm vereinfacht die Bedienung wie noch nie. Sie müssen nichts berechnen, überlegen, es gibt keine Möglichkeit, etwas falsch zu machen. Bei der X700 sind die fotografischen Möglichkeiten unbegrenzt. So können Sie auch die vielseitige Zeitautomatik wählen. Den Funktionswähler einfach auf A. Nun können Sie jede beliebige Blende vorwählen und damit die Schärfentiefe festlegen für perfekte Nahaufnahmen oder Porträts. Und blitzen können Sie natürlich auch mit Zeitautomatik. Das heißt mit jeder beliebigen Blende. Wichtig für Nah- und Makroaufnahmen, spezielle Objektive und bestimmtes Zubehör. Für automatisch richtig belichtete Bilder unter komplizierten Beleuchtungsverhältnissen hat die Minolta X700 den Messdatenspeicher. Und wenn Sie Ihre Bilder ganz und gar frei beeinflussen wollen, bitte. Sie können Blende und Verschlusszeit auch ganz ohne Automatik manuell nach Belieben einstellen. Die Minolta X700 hat so viel zu bieten. Hier nur einige praktische Vorzüge. Da ist das extrem helle Sucherbild auf der Mikrowaben-Einstellscheibe für wunderbar leichtes, schnelles und exaktes Scharfeinstellen. Der Informationssucher nennt Ihnen alle wichtigen Daten. Die eingestellte Funktion. P für Programmautomatik. A für Zeitautomatik. M für manuelle Funktion. Sie sehen die gemessene Verschlusszeit und sowohl Blitzbereitschaft wird signalisiert, als auch bestätigt, dass die Blitzbelichtung korrekt war. Wenn Sie den Touch-Switch der X700 berühren, schalten sich Belichtungsmessung und Sucheranzeigen ein und bleiben noch 15 Sekunden sichtbar. Ein Tonsignal warnt Sie vor verwacklungskritischen Zeiten. Aber das können Sie auch ausschalten, denn Sie sehen es ja im Sucher. Gegenlicht- und Hintergrundprobleme gleichen Sie durch manuelle Belichtungseingaben bis zu plus minus zwei Belichtungsstufen aus. Der Ablauf des Selbstauslösers wird von einem Dreiphasen-Licht- und Tonsignal angezeigt.
Und die Minolta X700 wird Ihnen mit Ihrem neuen Griffpaar sympathisch bequem in der Hand liegen. Eben eine komfortable, sichere Kamera. Ah, nicht zu vergessen, der Motor Drive 1, wichtig für viele Aufgaben der programmierten Fotografie. Und bei 3,5 Bildern pro Sekunde halten Sie mit ihm jede gewünschte Situation, auch bei High-Speed-Aktion fest. Am Motor Drive 1 sind zwei Touch-Switch-Auslöser, einer mit Sicherheitssperre. So können Sie die X700 auch mit Motor Drive in jeder Stellung ohne Verrenkung leicht halten und auslösen. Auslösen, auslösen. Drei Einstellungen gibt es. 3,5 Bilder pro Sekunde, 2 Bilder pro Sekunde und Einzelbild. Wenn Sie den Auto Electro Flash 280px am PowerCrip 2 dazu nehmen, können Sie auch motorschnell blitzen. Bis zu 3,5 Bilder pro Sekunde. Die Minolta Multifunktionsrückwand erschließt ganz neue fotografische Anwendungen. Fast selbstverständlich. Sie belichtet das Datum ein in jeder gewünschten Reihenfolge. Von Tag, Monat und Jahr. Auch die Uhrzeit. Sekundengenau. Oder Sie versehen Ihre Aufnahmen mit Codezahlen oder fortlaufenden Nummern. Und was Sie noch nie gekonnt haben, mit der Minolta Multifunktionsrückwand können Sie es jetzt. Vorprogrammieren, zum Beispiel Zeitabstände für automatische Timerfotografie. Und die gewünschte Anzahl Bilder. Und die Belichtungsdauer. Bis hin zu Ultra-Langzeitbelichtungen. Die drahtlose Fernsteuerung IR1. Noch eine Zubehördelikatesse aus dem Minolta-Programmsystem. Damit lässt sich die Kamera aus Abständen bis 60 Meter mit Infrarotlichtimpulsen drahtlos fernbedienen. So etwa 50 hochwertige Minolta-Wechselobjektive erfüllen jeden fotografischen Anspruch. Wählen Sie vom 7,5 mm Fischei bis zum Supertele mit 1600 mm Brennweite. Dazu hunderte nützlicher, vielseitiger, einmaliger Zubehöre. Nun, das alles konnte nur einen groben Überblick geben über die neue, einzigartige Minolta X700 und den neuesten Stand der Technik im Minolta-Programmsystem. Mit der Erfahrung vieler Generationen von Pionierleistungen der Fotografie ist Minolta in der X700 die perfekte Synthese gelungen von einfachster Handhabung, fortgeschrittenster Technik für Spitzenleistungen in jeder Anspruchsstufe. Von der Allround-Fotografie neuer Qualität und Sicherheit bis zu beruflichem Einsatz des ganzen einmaligen Minolta-Programmsystems. Fotografiere mit der neuen Minolta X700. Einfach genial. Minolta.